Millionen-Show, herzlich willkommen. Es geht in dieser Sendung ganz sicher um Wissen, aber ohne das nötige Glück nutzt Ihnen das alles nichts. Das haben wir letztes Mal gesehen. Claudia Tichy, eine Bautechnikerin aus Wien, sie hat die 2,5-Millionen-Schilling-Frage nicht gewusst. Aber sie hat geraten und sie hat gewonnen. Aber ob das die richtige Taktik ist, das muss jeder für sich selbst entscheiden. Jedenfalls heute jeder dieser 10 Kandidaten. Birgit Kircher kommt aus Oberndorf. Anton Zitterlütti aus Wien. Der linke Umlauf aus Leobersdorf. Wolfgang Schneider aus Kramerstetten. Christina Partner aus Wien. Herbert Gabringer aus Pramet. Eva Grabner aus Wopfing. Hartwig Leutold aus Thalheim bei Wels. Helga Stadelbauer aus Bad Schallerbach. Und Ernst Harand aus Wien. 10 wollen in die Mitte. Zunächst einmal ist dieses Glück einem gegönnt. 4 Begriffe bringen Sie bitte in die richtige Reihenfolge und das tun Sie möglichst schnell. Sie haben den Computer, die Tastatur vor sich, am besten schon die Finger auf die 4 Antwortmöglichkeiten. Alles, was Sie jetzt noch brauchen, ist die Aufgabe. Ordnen Sie diese militärischen Dienstgrade im österreichischen Heer, beginnend beim niedrigsten. A. Rekrut, B. Korporal, C. Major, D. General. So, abdacht. Alle haben ihre Wertung abgegeben, das ist die richtige Reihung. A, der Rekrut, dann kommt B, der Korporal, schließlich C, der Major und dann D, der General. Also heute war es nicht so schwer. A, B, C, D wäre es gewesen. Hat das wer gewusst? Es waren 6 und am schnellsten war Anton Zitterlütti in 5,2 Sekunden. Kommen Sie zu mir. Ich begrüße Sie ganz herzlich in der Millionen-Show. Sie sind mein Kandidat. Wir spielen jetzt. Zitterlütti hat diese Aufgabe in 5,2 Sekunden gelöst. Waren Sie selbst beim Bundesheer? Nein. Nicht? Ich habe Zivildienst gemacht. Ah ja, auch fein. Zitterlütti, dieser Name scheint mir nicht besonders häufig zu sein. Wo kommt der her? Er ist sehr häufig in Vorarlberg, sehr bekannt in Vorarlberg. Ein Vorarlberger, das heißt, Sie sind gebürtiger Vorarlberger? Mhm. Von dort komme ich. Und verschlagen hat er Sie? Nach Wien. Nach Wien. Und was machen Sie da? Ich bin Kunstvermittler. Was vermitteln Sie da so? Moderne Kunst. Aus Vorarlberg? Nein, moderne Kunst aus der ganzen Welt. Aha. Wer ist im Studio mit Ihnen? Wer ist mitgekommen? Meine Schwester Olga. Um die Daumen zu halten, das ist Ihre Schwester. Ja. Und was wollen Sie mit dem großen Geld machen? Ich weiß es nicht. Ich habe mir gedacht, ich muss zuerst mal 3 Monate überlegen, was es ist, wenn man mehr Geld besitzt. Aber so, es genießt auf jeden Fall. Dann schauen wir, wie groß der Genuss heute Abend wird. Sie kennen das Spiel, 15 Fragen, dann gibt es 10 Millionen Schilling. 3 Hilfen auch für Sie, 50-50 Joker, der Telefon-Joker und das Publikum. Sie sind startklar? Ja, gehen wir's an? Bereit, ja. Mit dieser Frage. Mit welchen Buchstaben wird das Wort circa abgekürzt? A, C-I, B, C-R, C, C-K oder D, C-A? CA ist das. CA ist das. Die Antwort ist also D und das stimmt. Das stimmt nicht nur circa, sondern ganz genau. Meister Lampe ist der Fabelname für den A. Bären, B. Hasen, C. Wolf oder D. den Fuchs. Da muss ich mal überlegen. Also, der Fuchs ist sicher nicht. Der Bär auch nicht. Der Wolf auch nicht. Der Hase müsste das sein. Er müsste sein, er ist es. Es ist der Hase. Es ist der Hase, ist die Antwort, lautet B. Und das ist richtig. Applaus 3000 Schilling.
Was beschreiben die drei Newtonschen Axiome? Geht es da A um Rechtschreibregeln, B um Gesetze der Mechanik, C Baseballregeln oder D Vorrangregeln? Das sind Gesetze der Mechanik. Also die Antwort lautet B. Und auch das stimmt. Ja. In welchem Land wurde Ludwig van Beethoven geboren? A in Deutschland, B in Holland, C in Belgien oder D in Österreich? Naja, in Österreich ist er gestorben. Belgien ist es sicher nicht. Das Van klingt so holländisch. Van Beethoven. Ich glaube, es ist B, Holland. Sie glauben es, Sie wissen es. Es ist B, Holland. Sie wissen es aber nicht. Na, ich bin mir jetzt gar nicht so sicher. Da kommt er doch aus Deutschland, aber in Österreich ist er auf jeden Fall gestorben. Mit moderner Kunst haben Sie es. Wie schaut es mit klassischer Musik aus? Naja, ich kenne einige Symphonien von Beethoven, aber im Moment bin ich mir jetzt gar nicht sicher, wo er geboren ist. Wie wäre es mit einer Hilfe oder ist Ihnen das noch zu früh in Ihrer Spieltaktik? Ich nehme 50-50. Sie nehmen 50-50. Also, zwei Antwortmöglichkeiten fallen weg an dieser Stelle. Deutschland oder Österreich? Deutschland. Also Holland jetzt mal nicht mehr. Holland ist es nicht mehr, offensichtlich. Gut. In Österreich war er natürlich ganz lang, aber ich glaube, geboren ist er in Deutschland. Ich sage Deutschland. Sie sagen mir, was Sie wollen. Sie sagen Deutschland. Ja. Und bleiben jetzt auch dabei. Ich bleibe dabei. Gut, also Ihre Antwort lautet A und diese Antwort ist richtig. Wer war im Taxi Orange Kutscherhof die Mama? War das A. Max? War es B. Linda? War es C. Silke? Oder D. Robert? Das war Robert. Haben Sie gesehen, Taxi Orange? Das, manchmal, ja. Woher aber wenn Sie man ihn einmal sieht, dann weiß man, dass es ja die Mama ist. Sie haben sich den gemerkt. Also das ist jetzt sicher? Ja, da bin ich mir sicher, ja. Das ist Robert. Sie sagen, der Robert ist die Mama und Robert war die Mama. Gerade noch mal hingekriegt. Was machen Sie so in Ihrer Freizeit? Spiele gern Fußball. Mhm. Ich komme aber sehr wenig dazu, weil ich zwei Kinder habe. Welche Position spielen Sie da? Tormann. Tormann? Oh, müssen das nicht immer so diese Regeln sein? Nein, man muss nur sehr flink sein. Aha, und da sind Sie. Das bin ich. Reaktionsschnell, hat man ja schon gesehen. Ah, verstehe. Reaktionsschnell. Auch das kann hier gefragt sein. Es geht jetzt um 20.000 Schilling. Wie nennt man die bildliche Darstellung eines abstrakten Begriffes? A. Alliteration, B. Alraune, C. Almanach oder D. Allegorie? Das ist eine Allegorie. Das gibt es in der bildenden Kunst sehr oft, dass so abstrakte Begriffe dargestellt werden, zum Beispiel die Justitia. Das ist eine Allegorie. Es ist also D, die Allegorie. Also da könnten Sie uns jetzt eine Abhandlung dazu geben. Ja, über die Allegorie, ja, Alliteration kommt aus Literatur, Almanach ist ganz was anderes, ein Nachschlagwerk, also ist Allegorie. Gut, Sie sagen die Allegorie, Sie brauchen dazu keinen Almanach, denn die Antwort ist richtig. Welcher Ex-Hektiker war für seine Toni-Polster-Parodien berühmt? A. Fifi Bissegger, B. Florian Schäuber, C. Mini Bilinski oder D. Werner Sobotka? Kabarett, wie schaut's da aus?
Na, sehr beschlagen bin ich nicht. Also, so aufs Erste würde ich mal auf Mini Pedinski tippen. Der kann irgendwie diese Stimmen ziemlich gut imitieren. Auch Toni Polster Stimme könnte ich mir vorstellen, kann ich ziemlich gut imitieren. Und für viel bisher Florian Schäuber, Werner Sobotka, können das nicht, meinen Sie? Piesecke. Eventuell noch. Sie sind schon einmal gut damit gefahren, sich helfen zu lassen. Das stimmt. So früh schon. Naja, und dann oben macht sie es halt alleine. Ah ja, das ist auch ein Vorschlag. Ich glaube, Sie sind so mehr der Typ für die schweren Fragen. Ja, ich rufe einen Freund an. Sie rufen einen Freund an. Wer soll denn das sein? Einen Freund, den Wenzel, Herr Müller. Wenzel Müller, was macht er? Er ist der Journalist. Und kennt sich da aus, meinen Sie? Also er kennt sich bei Fußball sehr gut aus und ich nehme an, dass er das auch weiß. Aha, also Sie meinen Toni Polster, da ja. Kennt er auch sozusagen die Parodisten. Ich hoffe das zumindest, ja. Mhm. Ja, schauen wir mal. Müller? Stöckel? Ja, guten Tag. Ja, guten Tag. Neben mir sitzt der Herr Sütterlütti. Ja. Oh, ich habe schon gerade gesagt, ich glaube, er ist mehr der Typ für die oberen Fragen, für die schweren Fragen. Denn bei den leichten sagt er, lasse sich nur helfen, damit er nämlich überhaupt drauf kommt. So steht es auch jetzt. Es geht um 40.000 Schilling. Sie sind Journalist und Fußballfan, hat er gesagt? Ja. Gut. Es geht nicht direkt um eine Fußballfrage, aber im weitesten Sinn. Er wird es Ihnen gleich sagen und es sind auch noch 4 Antwortmöglichkeiten. Wie immer, 30 Sekunden bitte. Hallo Wenzel. Welcher Ex-Hektiker war für seine Toni Polster-Parodien berühmt? Fifi Piesecke, Florian Schäuber, Mini Pedlinski oder Werner Sobotka? Ja, ich denke, dass das T ist. Mini Pedlinski. Hätte ich auch gesagt. Danke, Wenzel. Okay. Tschüss. Tschüss. Also ich sage C, Mini Pedlinski. C, Mini Pedlinski. Sagt der Wenzel Müller. Er sagt, der Mini Pedlinski, der ist der Mann mit den Toni Polster-Parodien. Und Mini Pedlinski ist der Mann mit den Toni Polster-Parodien. In was wird der grausame König Watzmann der Sage nach verwandelt? A. In einen Wasserfall. B. In eine Wanderdüne. C in einen Fels oder D in ein Binnenmeer? Das ist C, der Fels. Beim Watzmann fühlen Sie sich zu Hause? Ja, der Watzmann ruft, das ist ein Berg, das ist ein Fels. Ich sage, es ist C, der Fels. Felsenfest? Felsenfest, ja. Ihre Antwort lautet C, der Fels. Es ist der Fels. Fels ist es eindeutig, obwohl es gibt verschiedene Versionen, wie er zu diesem Fels wird, durch einen Fluch eines Mütterleins oder durch ein Erdmännchen, da gibt es verschiedene Versionen. Aber das war nicht gefragt, der Fels ist richtig und damit stehen Sie vor der 160.000 Schilling-Frage. Welcher dieser Schauspieler feierte im Jahre 2000 nicht seinen 70. Geburtstag? A. Jean Connery, B. Mario Adorf, C. Otto Schenk, D. Sir Peter Ustinov. Also meine erste Eingebung ist eigentlich, dass der Peter Ustinov schon ein bisschen älter ist. Aber Ihre erste Eingebung war auch, dass Beethoven in Holland geboren wurde. Aber vorhin war die erste Eingebung auch Mini Pedlinski, das hat ja auch gestimmt. Ich sage D, Sir Peter Ustinov. 70.000 Schilling riskieren Sie, wenn es falsch ist. Gibt es 10.000 Schilling, wenn es richtig ist, stehen Sie bei 160. Ist Ihnen klar? Ja, das ist mir klar. D, Sir Peter Ustinov, sagen Sie, ist älter als 70. Es ist nicht Jean Connery, nicht Otto Schenk. Auch nicht Mario Adorf. Es ist Sir Peter Ustinov.
Er wird nämlich heuer bereits 80 Jahre. Es geht um 320.000 Schilling, eine wichtige Hürde, und Sie haben auch noch das Publikum als Hilfe auf Ihrer Seite. Aber schauen Sie sich mal diese Frage an. Welcher amerikanische Präsident stolperte über die Gangway, als er in Salzburg ankam? War das A. Ronald Reagan? War es B. Richard Nixon? War es C. Jimmy Carter? Oder D. Gerald Ford? Ja, man kann hier nicht den nehmen, den man am liebsten stolpern gesehen hätte. Wen hätten Sie denn am liebsten stolpern gesehen? Den können Sie sagen. Darf man hier was Politisches sagen? Den Ronald Reagan. Ja. Naja, Nixon, naja. Vielleicht okay. War es ja. Momentan ist ein bisschen eine schwierige Situation. Ich frage das Publikum. Sie fragen das Publikum. Kann das Publikum dem Herrn Süderlüthi hier helfen? Welcher amerikanische Präsident stolperte über die Gangway, als er in Salzburg ankam? Es ist, das sehen Sie den Namen nach, auch schon einige Zeit her. War das A. Ronald Reagan? War es B. Richard Nixon? War es C. Jimmy Carter? Oder D. Gerald Ford? Wie schaut der Tipp des Publikums an dieser Stelle aus? 37% sind für Ronald Reagan, die wollen ihn also stolpern gesehen haben, so wie sie es gerne hätten. 3% für Richard Nixon, 5% für Jimmy Carter und 55% für Gerald Ford. Also zwischen A und D zeichnet sich. Ich lasse mich da ganz gern belehren. Ich sage Gerald Ford. Gerald Ford. Gerald Ford? Ja. Die anderen? Nein, ich sage. D. Gerald Ford, ja. D. Gerald Ford. Ja, Gerald Ford. Gut, Sie sagen D. Gerald Ford. Und dieser Tipp hat Sie nicht zum Stolpern gebracht. Sie haben recht. War das, aber die Bilder sind uns noch in guter Erinnerung. Damit sind Sie in guter Position, denn 320.000 Schilling gehören auf alle Fälle Ihnen. Nächste Runde, gute Laune Runde, kein Risiko mit dieser Frage. An welchen Flüssen liegt New York? A. Mississippi und Hudson, B. Hudson und East River, C. Potomac Hudson oder D. Missouri Potomac? Das ist Hudson und East River. Sie waren schon in New York? Ja. Ich habe eine Rundfahrt mit dem Boot gemacht, bin ich über den Hudson und über den East River gefahren. In der Tat? Ja, in der Tat. Mississippi, Potomac? Nein, das ist nicht in New York. Mississippi ist in New York, nicht in New York. Potomac ist nicht in New York. Missouri auch nicht. Das sind andere Bundesstaaten. Also das ist ganz sicher Hudson und East River. Definitiv. Sie sagen B, Hudson und East River, das sind die Flüsse, an denen New York liegt? Ich habe doch gesagt, Sie sind mehr der Mann für die oberen Kategorien. Ja, super, Lüthi. Was wollen denn Sie überhaupt mit Geld machen? Tja, Sie haben gesagt, 3 Monate wollen Sie Zeit dann zum Nachdenken haben? Also mal einen sehr schönen Urlaub mit meiner Frau und mit den Kindern machen. Dann also ein bisschen vielleicht so ein bisschen in Weiterbildung investieren. Das in welche Richtung? Ganz national. Ja, kann ich jetzt gar nicht genau sagen. Und ein bisschen spielen. 1.250.000 Schilling. Und die spielen Sie zum Beispiel jetzt mit dieser Frage. Durch welche Erfindung wurde der österreichische Nationalökonom Dr. Immanuel Herrmann berühmt? A. Die Postkarte, B. Die Thermoskanne, C. Geliermittel oder D. Gartenschlauch? Zweifelsohne 4 Erfindungen, die die Welt bewegt haben? Ja. Naja, es sind Erfindungen, die man mit dem Nationalökonom nicht so sehr verbindet. Also weder das Geliermittel noch die Thermoskanne noch den Gartenschlauch.
Am ehesten noch kann ich meine Postkarte vorstellen. Dr. Manuel Herrmann, Nationalökonom. Ja, es ist ein Spiel. Ich sage die Postkarte. Sie riskieren 320.000 Schilling? Vielleicht ist es eine Irreführerfrage. Ja, ich sage die Postkarte. Das andere kommt mir so absurd vor. Thermoskanne. Ich weiß zwar nicht, wer den Gartenschlauch erfunden hat, aber ich glaube nicht, dass das das Dr. Manuel Herrmann ist. Das muss ein kluger Mann gewesen sein. Definitiv. Ich sage die Postkarte. Sie riskieren? Ich riskiere, ja. Sie nehmen A? Ich nehme A, die Postkarte. Gut, Sie nehmen A. Ich weiß nicht, wer den Gartenschlauch erfunden hat. Dr. Emanuel Herrmann war es nicht. Mit dem Geliermittel hatte dieser Mann möglicherweise in der Küche was am Hut, aber nicht als Erfinder. Dr. Emanuel Herrmann hat auch nicht die Thermoskanne erfunden. '69 wurden die dann erstmals von der Post aufgelegt. 1.250.000 Schilling. Was ich mich schon die ganze Zeit jetzt so frage, das Jäckchen, das Sie anhaben, ja. Ist das so ein Designstück? Ist das topmodisch oder ist das mehr die Abteilung bequem und leger? Topmodisch. 1.250.000 Schilling gehören Ihnen. Es geht mit der nächsten Frage um sage und schreibe 2.500.000 Schilling. Wo befindet sich die Klosterkirche Santa Maria delle Grazie mit Da Vincis Abendmahl? A in Florenz, B in Rom, C in Mailand oder D in Bozen? Das ist in Mailand. Also in Florenz ist diese Kirche sicher nicht, in Rom auch nicht. In Bozen auch nicht, das ist C, Mailand. Die Kirchen von Florenz kenne ich ziemlich gut, dort war ich schon. In Rom war ich auch schon und in Mailand. Es ist C in Mailand. Ich meine, Sie sind der Kunstfachmann. Ich kann da nicht weiterhelfen. Ja. Sie waren dort und haben es gesehen, oder? Nein, in Mailand war ich noch nie, deshalb habe ich es noch nie gesehen. Ich kenne es nur von Abbildungen und ich bin mir sicher genug, um Mailand zu sagen. Und um 930.000 Schilling zu riskieren? Ja. Ja, ich sage Mailand. Sie sagen C, Mailand. Die Klosterkirche Santa Maria delle Grazie steht nicht in Rom, sie steht auch nicht in Bozen. Sie steht in Mailand. Wo wurde Beethoven geboren? Ach, ich weiß es schon nicht mehr. Ich glaube, in Deutschland ist er herausgekommen. Herr Sütterlüthi, ganz vor Adelberg, ganz Österreich schaut Ihnen jetzt zu, wenn es um 5 Millionen geht, mit dieser Frage. Welcher Schriftsteller hieß in Wirklichkeit Samuel Langhorne Clemens? A. John Steinbeck, B. Mark Twain, C. John B. Priestley oder D. Sam Shepard? Naja, ich weiß nicht, ob ich da wieder zucken soll. Also, naja, ich würde sagen, nicht John B. Priestley. Warum jetzt nicht?
Ja, ich glaube es einfach nicht. Der John Steinbeck hat zwar, glaube ich, anders geheißen, aber es war ein anderer Name. Sam Shepard kenne ich überhaupt nicht. Mark Twain. Wie, Samuel Langhorn Clemens. Nein, ich höre auf. Ich weiß es nicht. Sam Shepard, John B. Priestley, John Steinbeck, Mark Twain. Tja. Samuel Longhorn Clemens. Ja, irgendwie kribbelt es so und ich denke an den Mark Twain. Aber es ist schon ziemlich viel Geld, das ich da riskiere. Oh, kannst du sagen, ja. Kennen diese Schriftsteller? Ja, ich kenne alle bis auf den Sam Shepard. Mhm. Und noch weniger natürlich irgendein ein Pseudonym von ihm. Oder das als Pseudonym von einem anderen Namen. Ja, ich glaube, ich kann nicht aufhören. Das ist das, was ich schon befürchtet habe, falls ich dran komme, dass ich genau so dann irgendwie reagieren werde. Ich sag Mark Twain. Auch wenn Sie Sam Shepard nicht kennen? Auch wenn ich Sam Shepard nicht kenne. Aber mir kommt vor, dass der Mark Twain irgendwo so Namen erfunden hat, die irgendwie von diesem Namen inspiriert sein könnten. Oder vielleicht hat es in seiner Umgebung so noch mehr Namen gegeben, die irgendwie so geklungen haben. Weil das Longhorn, das klingt ja doch irgendwie so, dass es da hineinpassen würde. Aber das war nicht so die erste Eingebung. Ich habe irgendwie gedacht, so aus einem anderen Grund, aber das ist jetzt so die rationale Nacherklärung, um irgendwie nicht so blöd dazustehen. Also ich sage B. Mark Twain. Sie riskieren im Moment 2.180.000 Schilling. Ja, darf ich noch meinen Stein befragen? Ich habe einen Stein dabei. Einen Stein, unbedingt. Den habe ich gestern am Kinderspielplatz gefunden. Okay, also Steine lasse ich als vierten Joker zu. Danke. Er ist ziemlich also, warm geworden. Also, wie zeigen Sie mir den mal? Mal schauen, was da... Das ist ein ziemlich gewöhnlicher Stein. Ein großer Kieselstein, kann man sagen. Ja, kann man sagen. Sie sprechen da mit Steinen. Ich habe gestern mit meinem Sohn gespielt und der hat immer den Stein über die Rutsche kollern lassen und der ist am weitesten geflogen immer. Und außerdem hat er mir am besten gefallen. Also ich sage B. Mark Twain. Hat der Stein jetzt gesagt? Ja, er sagt nicht nein jedenfalls. Also ich sage... Und der Stein kennt John Steinbeck? Also der müsste eigentlich für John Steinbeck sein. Ich glaube, dass der Stein so einen Zugang hat zum kollektiven Unbewussten, dass er das irgendwie so aufgesaugt hat. Es ist Mark Twain. Sie riskieren so viel Geld? Ja, 320 ist auch super. Ich riskiere es. Ja, ich riskiere es. Mark Twain. Mark Twain. B. Soeben hatten Sie noch 2.500.000 Schilling, Herr Sutter-Lütte. Jetzt sind es 5 Millionen. Ich glaube, ich muss einen Stein herauslassen. Als dritter Kandidat in der Millionenshow stehen Sie jetzt vor der 10-Millionen-Schilling-Frage.
Wie geht's dem Stein? Ich habe ihn, ja. Wie geht's Ihnen? Ja, irgendwie bin ich so, ich weiß nicht, ich kann es gar nicht beschreiben, so ganz, ziemlich entspannt eigentlich. Ich habe ja meinen Stein. Ja, und 5 Millionen, ich meine. Ja, das kann ich noch nicht realisieren. Das ist ja noch eine Frage. Wie geht's Ihrer Schwester? Ich sehe sie nicht. Es geht ja gut. Das ist schön. Mit dieser Frage geht es jetzt für Sie um 10 Millionen Schilling, das, was bisher in dieser Sendung noch keiner geschafft hat. Wie heißt die griechische Muse der lyrischen Tonkunst? A. Euterpe, B. Musica, C. Lyra oder D. Viola? Der lyrischen Tonkunst. Lyra ist zu verführerisch. Viola, das ist ein Musikinstrument. Musiker. Das ist, glaube ich, kein Name einer Muse. Da bleibt ja plötzlich nur mehr eins übrig, was soll ich da sagen? Was sagt der Stein? Also der Stein sagt, wenn ich was sage, dann soll ich Euterpe sagen. Sagt er, ob sie was sagen sollen? Ich glaube, jetzt ist ihm schlecht geworden. Dem Stein oder Ihnen? Was soll ich das jetzt sagen? Wer zieht er denn zu Hause alle mit? Ja, meine Freundin, die Kinder. Wie groß sind die? 8 und 2. Die Tochter ist 8 und der Sohn ist 2. Was würde denn der Sohn abkriegen, der Ihnen zu diesem Stein verholfen hat? Ja, das mit dem Stein ist ja ganz eng mit meinem Sohn verbunden. Er wird natürlich neben all meiner Liebe sonst noch viel Geld bekommen. Ich wage es. Ich sage Euterpe. Aber heißt griechisch gut auf jeden Fall. Also ist auf jeden Fall ein griechisches Wort und Euterpe, das klingt sehr nach einem griechischen Namen. Die anderen, die sagen in Verbindung mit Muse überhaupt nichts. Also ich sage... Wie haben Sie es denn mit den Musen an sich? Ja... Ich würde natürlich gern noch mehr auf sie hören, aber ich habe so wenig Zeit dafür. An sich habe ich, glaube ich, ein ganz gutes Verhältnis zu ihnen. Und die Euterpe, glaube ich, wird mich gar nicht im Stich lassen. Ja, jetzt bin ich schon da. Ja. Also ich sage Euterpe. Ich bleibe dabei. Sie bleibt dabei? Ja. Definitiv. Ja, ich bleibe dabei. Gut, Ihre Antwort lautet A. Euterpe. Ja. Sie sind der Erste, der es gewagt hat, bei der 10 Millionen Schilling-Frage auch richtig eine Antwort zu setzen. Sie wissen, Sie riskieren im Moment 4 680.000 Schilling. Sie haben gewagt. Ich habe gewagt, ja. Und Sie haben gewonnen!
Sie haben mich richtig eingeschätzt. Mein Gott. Kommen Sie zu mir. Sie sind der allererste Kandidat in Österreich, der das zu Wege gebracht hat. 10 Millionen Schilling, was Sie zittern noch mit um ganz diesem Anfang. Das ist unglaublich. Bei 3000 ersten Joker. Rekapitulieren wir es kurz. Beethoven ist geboren in? Deutschland. Wer ist über die Treppe gestürzt? Davor. Und wie ist das mit den Toni Polster-Parodien? Mir Bedlinski. Der Mann weiß einfach alles. Ich gratuliere Ihnen. Aber, warten Sie, darf ich noch mal kurz den Sender aufheben, wenn Sie den mal halten würden. Wie ist das mit dem Stein? Den müssen wir unbedingt noch herzeigen. Dieser Stein, den haben Sie wann? Gestern beim Spielen mit Ihrem Sohn? Gestern am Spielplatz, ja. Am Nachmittag hat meine Tochter Unterricht gehabt. Erst kommen wir zum Unterricht und da war ich mit meinem Sohn am Spielplatz. Und ich habe irgendwie nie sehr an Glücksbringer gedacht. Nur irgendwann habe ich so die Idee gehabt, wenn, dann werde ich im letzten Moment einen finden. Und den habe ich da am Spielplatz. Kein Problem, das können wir jetzt alles improvisieren. Bei 10 Millionen gilt ja überhaupt den nichts habe mehr. Ich dann Was passiert mit dem Stein jetzt? Ich glaube, ich werde ihn behalten. Und meine Schwester ist Künstlerin, sie wird vielleicht ein Kunstwerk drumherum bauen. Ich bin mir sicher. Aber es muss ein tragbares sein, ich brauche ihn manchmal in der Hand wahrscheinlich. Ja. Was sagen Sie, wie geht's Ihnen jetzt? Na, super geht's mir, super geht's mir. Gut, also, das Ländle kann besonders stolz sein, denn Vorarlberg stellt unseren ersten 10 Millionen Gewinner in Österreich. Sie waren ein toller Kandidat, den Stein gebe ich Ihnen ungern aber doch zurück und die Kapuzenjacke finde ich jetzt noch doppelt zu schick. Dankeschön! Passiert, aber ich glaube, einem so sympathischen Kandidaten kann man es auch von ganzem Herzen gönnen. 9 Kandidaten und Kandidatinnen wissen jetzt, wie dieses Spiel geht. Und zwar von der ersten bis zur letzten Frage. In jedem Fall hat noch einer von Ihnen die Möglichkeit, heute zu spielen, wenn Sie diese Aufgabe schnell und richtig lösen. 4 Begriffe, eine richtige Reihung. Sie wissen schon, das ist die Aufgabe. Denn es ist aus, jedenfalls für heute. Eva Grabner, kommen Sie mit mir. Sie können nämlich schon ein bisschen üben, wie es so ist, wenn man hier im Gitterregen steht. Denn heute ist es passiert. Anton Sutter-Lütti hat es gepackt. 10 Millionen Schilling, er hat sie gewonnen. Eva Grabner steht bei 20.000. Mit ihr geht es dann nächstes Mal weiter. Ich freue mich auf Sie und auf Sie, wenn Sie wieder dabei sind bei der Millionen-Show. Auf Wiedersehen. Bitte gerne, ne? Auf Wiedersehen.